los geht's! Kleiner roter Traktor ist überall bekannt. Mit Jan am Lenkrad zieht er übers Land. Er ist kein Riese, aber mutig stets. Kleiner roter Traktor, los geht's! Schleppi, Flitzer und der große Blaue sind mit ihm gern unterwegs. Kleiner roter Traktor, los geht's! Nur noch diese zwei, dann hab ich's. Hallo Jan! Hallo kleiner roter Traktor! Hallo ihr zwei! Willst du nicht heute Nachmittag das erste Erntefest mit uns feiern? Aber natürlich! Das ist das erste Getreide der neuen Ernte. Seid ihr schon soweit? Mama ist ganz nervös, weil sie noch so viel zu tun hat. Wir sind darum Beeren für sie pflücken gegangen. Nur um aus dem Haus zu sein. So, und fertig. Wir gehen jetzt besser nach Hause. Bis nachher. Bis nachher beim Fest. Wiedersehen. Wenn wir zurück sind, könnten wir meinen Drachen steigen lassen. Ja. Gut, kleiner roter Traktor. Fahren wir zur Stumpis Windmühle. Tu mir bitte den Gefallen und kürz die Ärmel von meinem Pullover, Elsie. Ich bin doch kein Gorilla. Du wächst da schon noch rein. Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen arbeiten darf. Das hilft mir sehr bei meinem Artikel für die Zeitung über das wahre Landleben. Ist schon in Ordnung, Fritz. Das ist genau, was ich suche. Ich sag mir immer, Fritz, sag ich, was du brauchst, ist einfach Erfahrung. Um zu schreiben, brauchst du über jedes Thema Erfahrung. Womit fangen wir an? Wir müssen zuerst das alte Getreide mahlen, um Platz für das neue zu schaffen. Also lassen Sie uns als erstes die Säcke hier reinbringen. Körperliche Arbeit? Ist nicht so mein Ding, muss ich sagen, aber ich versuch's. Oh, ich hab euch zwei gar nicht so früh erwartet. Ich hab den Rest von der letzten Ernte noch nicht fertig gemahlen. Aber dir hilft jemand, wie ich sehe. Oh, ich glaub's nicht, ich hab's vergessen. Was ist denn? Heute ist mein Lieblingstag des Jahres und da backe ich immer den großen Erntefestkuchen. Und jetzt... Was ist denn passiert? Ich hab keine Eier mehr. Ich hab alle anderen Zutaten, aber ich hab die Eier vergessen. Keine Sorge, Elsie, ich muss noch eine Menge Eier auf meinem Hof haben. Ich hatte heute Morgen nur nicht die Zeit, sie einzusammeln. Ich nehm dich mit rüber. Steig auf den Hänger, Elsie. Weißt du, mir wird hinten immer so schlecht. Kann ich vorne sitzen? Aber da ist kein Platz, fürchte ich. Ich fahre. Ich meine, Elsie kann bei mir mitfahren. Dann ist sie schnell da und schnell wieder zurück. Das finde ich aber nett, Fritz. Aber wer hilft mir denn dann beim Malen? Komm, Stumpi, ich werde dir helfen. Ich hab gehofft, dass du das sagst. Ich darf nicht aufhören zu trainieren. Wenn ich einen Tag aussetze, brauche ich zwei Tage, um den wieder aufzuholen. Das heißt, ich brauche drei Tage, um zwei Tage aufzuholen. Sonst komme ich aus dem Rhythmus. Immer weiter, immer weiter. Aber es gibt noch so viel zu tun für heute Nachmittag. Ich muss noch backen, alles dekorieren. Es ist noch viel Zeit, Laura, viel Zeit. Bin bald wieder da. Also, ich weiß nicht, euer Vater und sein Fitnesstraining. Naja, wenigstens werdet ihr zwei mir helfen. Oh, Mama. Wir wollten meinen Drachen steigen lassen. In die Küche. Oh. Oh. Geben Sie doch mal ein bisschen Gas, Fritz. Ich muss den Erntefestkuchen so schnell wie möglich in den Ofen kriegen. Es dauert Stunden, bis der fertig gebacken ist. Ja, in dem Fall sollten wir eine Abkürzung nehmen. Oh! Festhalten, Elsie, es wird holprig. Da sind wir und sagen Sie ehrlich, ging das nicht schnell? Ja, das ging's wirklich. Gut, wo sind nun die Eier? In der Küche? Sie müssen noch eine Menge über das Leben auf dem Lande lernen. Die Eier sind da drüben. Ihr bewahrt sie in der Scheune auf? Sie sind da, wo die Hühner sie legen. Helfen Sie mir hier raus. Wir müssen den Korb so schnell wie möglich voll machen. Schön festhalten. Ah!
Was soll das? Meine Eier! Elsie, was geht hier vor? Oh, ich wollte eigentlich nur einen Kuchen backen. Aha! Elsie, ich glaube, es wäre langsam an der Zeit zu bremsen. Es gibt keine Bremsen. Oh, bitte nach links. Oh, das war aber wirklich knapp, was? wenn ich mich nicht täusche, geht es jetzt rückwärts. Und wenn mir meine Erinnerung keinen Streich spielt, ist hinter uns ein Abgrund. Mach doch irgendwas, Michael. Aber ich kann doch nicht sehen, wo wir hinfahren. Nach rechts. Nein, nein, nach links. Langsam wird's Zeit, sich Gedanken zu machen. Was sagt man denn dazu? So, das hätten wir. Danke, Jan. Fritz, Fritz, ist alles in Ordnung? Naja, wie man's nennt. Was ist passiert? Ich weiß es nicht genau, aber ich habe den Beiwagen verloren. Elsie saß im Beiwagen. Sie haben meine Elsie verloren. Wo haben Sie sie zuletzt gesehen? Im Eulenwald. Stumpi, kümmere du dich um Fritz. Der kleine rote Traktor und ich werden Elsie suchen. Also gut, ich werde jetzt Hilfe holen. Michael! Nächster Vorschlag. Wir warten hier, bis Hilfe kommt. Ja, genau. Das halte ich für die weitaus bessere Idee. Ich kann sie nirgendwo entdecken. Was? Ein zerbrochenes Ei. Und da ist noch eins. Komm, kleiner roter Traktor, los geht's. Ist alles in Ordnung mit euch? Ich glaub schon. Ja, uns geht es bestens. Was machst du da eigentlich, Michael? Das weiß ich selbst nicht so genau. Ich weiß nur, wenn ich mich hier wegbewege, fällt Elsie hinten runter und peng. Und ich möchte nicht peng machen. Bewegt euch nicht. Ich hab da eine gute Idee. Ich mach das hier an der Anhängerkupplung fest und du bindest das andere Ende vom Seil um den Beiwagen. Und wenn wir das Seil gespannt haben, kannst du vorsichtig zur Seite gehen, Michael. Aber pass auf, dass du dich nicht im Seil verfängst. Wird gemacht. Ich bin soweit. Also gut, kleiner roter Traktor. Und jetzt schön langsam. Jetzt, Michael. Gut. Und jetzt zieh. Na los, kleiner roter Traktor. Du schaffst es. Danke, Jan. Danke, kleiner roter Traktor. Oh, meine Eier. Was ist nur aus meinen Eiern geworden? Hier, bitte. Oh je. Es sind nur noch zwei übrig geblieben. Die reichen nie für meinen Erntefestkuchen. Halb so schlimm. Hauptsache, du bist gesund. Und jetzt lass uns schnell zurück zur Mühle. Ich weiß, der Kuchen ist in diesem Jahr ein bisschen kleiner, aber er ist trotzdem für alle gedacht. Das Wichtigste ist doch, dass wir hier alle zusammen das Erntefest feiern. Und das dank Jan und dem kleinen roten Traktor. Ja. Ihr seid die Besten. Was danke, war das denn für ein Tag? Sieht toll aus.